Assistenzärztin Mara Reinke hat Dienst in der Notaufnahme, als die 43-jährige Ilka mit ihrem neuen Verehrer Thorsten eintrifft. Aus einem gemütlichen ersten Date in einem Beachclub ist für die gelernte Bürokauffrau ein Abstecher ins Krankenhaus geworden. Kommen Sie mal schnell. Sie ist hingefallen und sie blutet ganz stark. Hallo, Entschuldigung. Kümmern Sie sich mal um Sie. Ich bin die Notaufnahmeärztin. Mir geht's echt schlecht. Könnt ihr mal einen Rollstuhl bringen? Okay, kann sein. Hallo. Nicht erschrecken. So, jetzt mal hin. Dankeschön. Ich will Sie vorne draus setzen. Genau, das ist super, dankeschön. Können Sie uns Ihren Namen sagen? Ja, Ilka Sträter. Ilka Sträter. Und wer sind Sie? Ich bin Thorsten Bessin und ich bin Ihr Begleiter. Kein Angehöriger Begleiter? Nein. Okay, nehmen Sie schon mal Frau Sträter, ist das okay, wenn er dabei ist? Ja, ist das okay? Ja. Als die Patientin zu uns in die Notaufnahme kam, war sie sehr schwach. Und ich hatte auch das Gefühl, dass der Kreislauf nicht richtig mitspielt. Atemnot, ja, erstmal eine ganz ungewöhnliche und undurchsichtige Geschichte. So, Frau Sträter, jetzt noch mal ganz Ruhe für alle. Was ist denn passiert? Wir waren unterwegs in einer Cocktailbar und wollten was trinken. Ja. Und irgendwie ist mir da nachher schummrig geworden und schwindig. Mhm. Und da sind mir so die Beine weggegangen. Ja. Und vielleicht soll ich das erzählen, weil ihr geht's echt schlecht. Auf den Hinterkopf gefallen. Was haben Sie denn beobachtet? Es war unser erstes Date und wir waren in einer Beachbar und haben einfach Cocktails getrunken. Ja. Und dann meinte sie, ihr geht's nicht gut und so. Und ich dachte schon, ja, vielleicht liegt's ja auch an mir. Dann sind wir auf dem Parkplatz gelaufen und da ist sie plötzlich zusammengebrochen. Dass der Bessin geglaubt hat, dass die Frau Sträter simuliert, das ist natürlich ein Klassiker, dass manchmal wir Frauen uns irgendwas einfallen lassen, um aus diesem Date rauszukommen. Wir lassen uns auch gerne mal anrufen von einer Freundin. Aber die Situation im Schockraum, da muss man wirklich ganz klar sagen, also es hat nicht nach Simulieren ausgesehen. Ich darf ehrlich gehen, Thorsten, das ist mir echt schon peinlich genug. Ich mach mir echt Sorgen, verstehst du? Ja, aber die Romy kommt gleich, alles ist gut. Wer ist Romy jetzt? Meine Tochter. Okay. Können Sie den Kopf ein bisschen zur Seite drehen? Ja. Kleiner. Ja, man muss natürlich dazu sagen, wenn man sich am Kopf verletzt, ne, die Oberhaut ist sehr gut durchblutet. Okay. Das sieht oft schlimmer aus, als es ist. Okay. Aber wirklich verletzt. Die hat wirklich total geblutet. Also das könnte ja auch was. Das ist aber normal bei oberflächlichen Wunden. Bei so Platzwunden, die bluten immer so stark. Ja. Größere Sorgen bereiten der Ärztin die Atemnot und Schwindelgefühle ihrer Patientin. Die Ursache für die Beschwerden ist allerdings noch nicht erkennbar. Doch inzwischen ist Ilkas 21-jährige Tochter Romy eingetroffen und äußert bald einen schockierenden Verdacht. Wie viele Cocktails hat sie denn getrunken? Also eigentlich nur eins, glaube ich. Ja, die Tochter von der Patientin. Ist vielleicht krass. Oh Gott, Mama. Hey, mein Schatz. Was ist denn los, Mama? Ich glaube, das war dieser blöde Cocktail, den ich gerade getrunken habe mit Thorsten. Ich bin Thorsten Messin. Hallo. Hallo. Wir waren Cocktail trinken halt und wir haben uns heute zum ersten Mal getroffen, deshalb kennst du ihn und ich habe ihn im Internet kennengelernt. Thorsten hat uns halt so einen leckeren Cocktail bestellt und es war total nett alles. Und dann bin ich zur Toilette und bin wiedergekommen und irgendwie, weiß ich auch nicht, ging es mir plötzlich total schlecht einfach. Warst du dabei, als der Cocktail kam? Nee, ich bin zur Toilette gegangen. Warum? Also dir ging es erst nach dem Cocktail schlecht? Ja, wahrscheinlich war es der Cocktail, aber was weiß ich nicht, ist doch wurscht oder nicht. Also, ich will ja nichts unterstellen, ja. Aber haben Sie da was in den Cocktail reingemacht? Also, sag mal, ey, was denkst du? Was machst du mich hier eigentlich so an? Ey, ich hab deine Mutter hierher gefahren. Ja, Entschuldigung, sorry, ich weiß nie bei diesen Online-Bekanntschaften. Sehe ich so aus oder was? Bitte, also ich finde das schon komisch. Meiner Mutter geht es normalerweise sehr gut und das ist ihr erst nach dem Cocktail. Also, irgendwie was ist total schlecht. Hast du dir einen Schleifschwung können? Hast du doch. Bleib sie mal. Mama. So. Habe ich jetzt schon das Gefühl, da könnte was Schwerwiegenderes dahinter stecken. Okay. Ne? Mehr als eine Gehirnerschütterung. Soll ich vorstellen, wir machen CCT direkt. Was soll das? Ja, ich glaube, es ist mal besser, wenn Sie gehen. Also diese ganze Aufregung tut meiner Mutter wahrscheinlich gar nicht gut. Also wirklich, gehen Sie jetzt bitte. Ich brauche mal eine zweite Schale. Danke dir. Ja.
Ja. Haben Sie noch eine Nierenschale, okay, falls noch was nachkommt? So, jetzt müssen wir sie einmal so, ganz kurz zur Seite holen. So, nehmen wir mal mit. Weil die, ja. Darf ich einmal ganz kurz oder noch kurz dokumentieren, dann komme ich hinterher. Ja? Alles klar, das geht gleich bestimmt. Denkt ihr noch an die Urinprobe? Machen wir. Gut. Es tut mir wirklich leid, dass ich mich jetzt so gerade aufgeführt habe. Normalerweise bin ich nicht so, aber ich mache mir wirklich Sorgen. Ich kann absolut verstehen, dass Sie so in Sorge sind. Ne? Würde ich auch, wenn das meine Mutter wäre. Wir werden deshalb auch alles umfänglich aufklären. Ihre Mutter ist orientiert zu Zeit und Ort. Das ist schon mal erstmal gut. Okay, aber wenn du gleich Zeit hast, kannst du mal nach vorne kommen. Da sitzt der nächste Notfall. Ja? Ich, danke. Ja, aber dadurch, dass sie jetzt erbrochen hat, müssen wir davon ausgehen, dass auch innere Verletzungen im Kopf vorliegen können. Und deshalb ist gut, dass man jetzt noch mal eine Aufnahme vom Kopf macht. Aber kann das alles auch von K.O.-Tropfen kommen? Könnte sein, dass das eine Rolle mitspielt. Das werden wir auch im Nachgang noch untersuchen. In der Urinprobe im Labor kann man das auch mitsehen. Genau, und dann besprechen wir die Werte hinterher. Okay, danke. Ja? Bis die Untersuchungsergebnisse von Patientin Ilka vorliegen, braucht der 11-jährige Adam die Hilfe von Mara Reinke. Der Schüler hat sich am linken Fuß vermutlich schwer verletzt. Schuld daran ist offenbar ein explosiver Besuch bei seinem Großvater Dietmar. Dann erzähl mir doch mal, was genau passiert ist mit deinem Fuß. Ich habe mir halt fast meinen Zeh weggesprengt. Wie weggesprengt? Ich meine, was habt ihr denn gemacht? Habt ihr Krieg gespielt oder? Nee, irgendwas anderes. Wie, was anderes? Ja, das ist ein bisschen eine blöde Sache. Aha. Er hat mich heute besucht im Garten. Ja. Und ich habe mir was zu trinken holen wollen in der Küche und dann rennt er raus in den Garten. Und ich wollte noch zu ihm sagen, tret nicht auf den Maulwurfhügel. Aha. Tret da nicht drauf, aber da war es schon passiert. Also Sie haben Maulwurfhügel im Garten? Ja, leider. Die kriege ich nicht weg. Ich weiß nicht, wie ich die wegkriegen soll. Ich habe alles Mögliche probiert. Ja. Und da habe ich irgendwas im Internet gelesen und habe mir so eine Art Sprengfallen geholt. Aha. Die haben Sie ausgelegt? Habe ich ausgelegt. Ja, und er tritt natürlich in eine Sprengfalle rein. Eieiei. Ja, zeigst du mir das mal, Adam, wie das aussieht? Eigentlich ist voll doof, dass meine Kumpel das nicht gesehen haben. Hättest du gern gehabt, dass die das sehen, ne? Ja. Also wir sehen hier eine Schnittwunde an der großen Zehe unten. Ja, das ist erstmal nicht so tief. Also wir werden das jetzt gut versorgen. Ne? Wir werden einen kleinen Verband drauf machen, die Wunde reinigen. Und dann denke ich, dass du das ein bisschen schonen musst, deine große Zehe. Aber ansonsten müssen wir da jetzt erstmal nichts nähen oder irgendein Röntgenbild machen. Ne? Ja, also er wird bald wieder rumtoben können. Ne? Könntest du vielleicht ein Foto davon machen? Nein, um Gottes Willen. Nee? Der will dann das nur seinen Freunden zeigen. Das zeigt das in der Schule rum. Und wo ist das passiert? Beim Opa im Garten. Ja, aber so als Erinnerung, oder Adam? Wenn du den in Szene setzt, dann mache ich dann ein Foto davon. Hm? Oh nein. Also los. Ich meine, das ist ja was, was nicht jeden Tag passiert, ne? Jawollo. Einmal lächeln. Und zack. Gut, guck mal. Können wir es so lassen? Ja. Ja, der Adam, der war schon eine coole Socke. Also der hat die Verletzung ganz sportlich genommen. Und ich glaube, das Schlimmste an dem ganzen Unfall war die Tatsache, dass seine Freunde das nicht unmittelbar mitbekommen haben, was da im Garten seines Opas passiert ist. Das schickst du aber nicht dann mit zu deiner Mama, bevor ich nicht mit ihr telefoniert habe. Ne? Die reißt mir den Kopf ab. Ja, okay. Abgesprochen. Dann machen wir's. Gut. Opa Dietmar hat die Sprengfallen zudem aus seinem Garten entfernt und ist froh, dass sein Enkel glimpflich davongekommen ist. Dagegen scheint es Patientin Ilka nach dem Kollaps bei ihrem ersten Date immer schlechter zu gehen. Als Mara Reinke die Aufnahmen vom Kopf besprechen will, geschieht ein weiterer akuter Notfall. Sträter! Was ist mit ihm los? Frau Sträter. Was passiert? Gott. Sie lag gerade noch auf der Liege. Ich habe keine Luft. Sind Sie einfach aufgestanden? Ich habe keine Luft mehr gekriegt. Dann wollte ich aufstehen. Versuchen Sie mal hochzutreten. Ein bisschen die Beine anwinkeln. Stell mal die Beine auf. 1, 2, 3. Okay. Geht das so? Ich habe das Gefühl, mein Herz schlägt bis hier. Ja, kommen Sie mal hier rüber. Kann man hier hinsetzen? So. Warte, ich gehe auf die andere Seite. Ich hätte gern direkt Vitalparameter, Blutdruck, Puls und EKG. Puls auf Sie dran. Ich einmal kurz aufs Herz. Darf ich einmal kurz in den Händen? Ganz ruhig, Frau Sträter. Haben Sie Schmerzen? Ich habe so ein Herzrasen. Okay. Sind bei Ihnen Herzrhythmusstörungen bekannt? Irgendwas mit dem Herzen schon mal gewesen? Nein. Nein. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Nein. Nein, es war wie vorhin. Ja, was heißt wie vorhin? Im Auto war es auch so, dass es komisch wurde und
Das ist so, mir so schwindelig geworden. Und auch so anfallsartig, ne? Das ist so schlimm. Das war nicht ganz so schlimm. Ja. Sie kriegen jetzt Sauerstoff über die Nase, sollte es ein bisschen besser werden. Wir messen jetzt den Blutdruck und ich schaue mir gleich das EKG an. Ne? Ich sehe auf dem EKG supraventrikuläre Tachykardien. Es kann mehrere Ursachen haben. Ich weiß jetzt nicht, rauchen Sie? Nein. Nehmen Sie Drogen ein? Nein. Nein. Was könnte noch in Frage kommen? Haben Sie gerade viel Stress? Auf der Arbeit, in der Familie? Nein. Ich nicht. Trinkt sie viel Kaffee? Nein, meine Mutter trinkt gar keinen Kaffee. Gar keinen Kaffee. Nein. Heute auch keinen Kaffee getrunken. Also, Kaffee kann vielleicht doch sein. Das ist mir ein bisschen unangenehm jetzt. Ja. Ich habe mir, also wegen dem Treffen halt, weil ich ein bisschen, damit es mir besser geht und so. Und die letzten Treffen haben nicht ganz so geklappt. Ja. Und da habe ich gedacht, um mich körperlich so ein bisschen... Haben Sie Koffeintabletten wahrscheinlich genommen? Nee, habe mir Kaffeeeinläufe. Kaffeeeinläufe gemacht, weil ich habe gehört, das soll besser für die Haut sein, das soll entgiften, man kann was abnehmen und so. Und da habe ich gedacht, ich habe gehört, das hilft vielleicht. Ich habe gehört, das entgiftet einfach auch den Körper. Ach, gute Frau. Frau Streeter, brauchst du doch alles. War nicht gerade die beste Idee. Anscheinend nicht. Frau Streeter, wie oft haben Sie diese Kaffeeeinläufe jetzt schon gemacht? Zweimal täglich. Wie lange schon? Drei. 4 Wochen. Diese Kaffeeeinläufe, gerade für diejenigen Menschen, die sonst keinen Kaffee trinken, ist das natürlich schon intensiv, weil unsere Darmschleimhaut den Koffein dann extrem stark aufnimmt über die Darmschleimhaut. Und klar, in erster Linie wirkt das abführend. Und Sie werden natürlich auch ein paar Pfunde verloren haben, vermutlich. Es wird gut geklappt haben am Anfang. Ja. Aber langfristig zerstören Sie sich die ganze Darmschleimhaut, Frau Streeter. Okay. Und es ist sehr gefährlich. Nachdem die Katze dann aus dem Sack war und Frau Streeter uns von den Kaffeeeinläufen erzählt hat und sie ja sonst angegeben hat, kein Kaffeetrinker zu sein, war für mich ganz klar, dass diese hohen Dosen, die sie sich in Form von Einläufen in den letzten Wochen eingeführt hat, ursächlich für die Kreislaufveränderungen und Herzrhythmusstörungen waren. Ich würde sie trotzdem noch mal einen Tag hier behalten, eine Nacht, überwachen am Monitor, dass wir das gut im Blick haben. Nach Hause, Nee, heute erstmal nicht. Ich würde sie gerne überwachen. Zur genau. Die CCT-Bilder, die sind unauffällig. Das kann ich schon mal sagen. Ja, im Kopf, wir haben keine inneren Verletzungen, was wir auch vermutet hatten. Jetzt gucke ich gleich noch die Laborwerte an und den Urinstatus. Genau, ich gebe Ihnen gleich noch mal Bescheid. Ja? Ach so, da sind die schon. Ja, ist schon alles da. Ja, super. Alles gut. Aber mach das nicht mehr. Alles in Ordnung. Ich hab gedacht, damit wird alles gut, weißt du, dass ich mal endlich jemanden kennenlerne. Ja, bitte? Entschuldigung, Frau Streeter. Man sollte sich nicht verändern, um andere zu befallen. Frau Streeter, der Herr Bessin ist draußen, möchte zu. Ist das in Ordnung, oder? Komm. Ja. Wie du willst, Mama. Soll er reinkommen? Okay, ich schicke ihn durch. Ja, danke dir. Schauen Sie mal, Frau Streeter. Hallo. Wie geht's dir denn? Schon was besser. Auf jeden Fall ein bisschen peinlich jetzt die ganze Geschichte, aber es geht mir schon was besser, danke. Schön, dass du zurückgekommen bist überhaupt. Es tut mir alles so leid. Vielleicht doch mal ein neuer Versuch. Das ist mir echt peinlich jetzt hier. Ich muss mich noch bei Ihnen entschuldigen. Das war alles ein Missverständnis. Tut mir leid, dass ich Sie so angefahren habe. Ich mache mir echt Sorgen um meine Mutter und da kann ich auch mal ein bisschen aus der Haut fahren. Es tut mir wirklich leid. Aber lass es doch beim Du bleiben. Okay. Sind die für mich? Natürlich. Patientin Ilka konnte die Klinik am folgenden Tag verlassen und verzichtet künftig auf Kaffeeeinläufe. Die 43-Jährige und Verehrer Thorsten haben ihr Date wiederholt und sind inzwischen tatsächlich ein Paar.